Ja Leute, was geht? Und es geht weiter mit Let's Play Judgment hier auf dem PC. Wir machen weiter. Wir gehen jetzt wieder nach oben und werden die Hauptmission weiter machen. Ich weiß, wir haben eine Nachricht bekommen, bestimmt von unserer Freundin. Da werde ich aber später darauf reagieren, nicht diese Folge. Mal gucken, wann wir das machen. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe gerade auch nicht gerade die Lust, mich mit ihr zu unterhalten. Da bin ich jetzt mal ganz ehrlich und ganz, so muss man zu meiner Freundin sein, ne? Man hat einfach mal die Chance voll. So, nee, ist ja nicht unsere echte Freundin, denn wie es hier ist, hier kann man, ihr könnt euch 5 Jahre Zeit lassen zum Antworten, es hat auch keine negativen Effekte, nicht wie bei einer echten Freundin. Da sollte man gegebenenfalls nicht 5 Jahre warten, wenn sie euch anschreibt, wenn ihr Interesse habt, sie weiterhin eure Freundin zu dürfen, außer ihr habt einen Grund. Und tschüss. Bäm! Hier ist ein Fahrrad. So ein Fahrrad. Aua. Nein, ich wollte Fahrrad haben. Oh. Ja. Oh, Mist, hat mich. Oh, da hat mich erwischt. Ey, wir haben schon so viele Freunde, ne? Na komm, geh kurz hier, dann können wir was essen. Wart. Ich hätte hier wäre fertig. Ach, die Frau müssen wir auch noch. Ach so. Yagami-san, willkommen! Hey! Wow, Miharu-chan, Sie sehen aus, als hätten Sie im Lotto gewonnen. Wirklich? Naja, folgen Sie mir, dann erzähle ich Ihnen alles. Mhm. Hm? Ich vermute, dass etwas Schönes passiert ist. Aber was gibt es Neues? Also, Norimoto-kun und ich sind jetzt zusammen. Mission erfüllt. Gut gemacht, Norimoto-kun. So, jetzt muss ich überrascht tun. Huh? Wow, ist das ernst? Ja, auf dem Heimweg von Aquarium hat mir Norimoto-kun deine wahren Gefühle für mich offenbart. Miharu-chan hat er gesagt, du bist mir eine enthalte Kollegin für mich. Du bist die Frau meines Lebens. Das ist ja toll. Aha. Wissen Sie, Yagami-san, ich habe fast den Eindruck, dass Sie Amor sind oder so. Kommen Sie denn darauf? Naja, immer wenn ich von ihnen von meinem Liebesleben erzählt habe, ist es genau eingetreten, was sie ausgesagt haben. Jetzt habe ich einen ganz wunderbaren Freund. Vielleicht ist doch alles einfach eine Verbindung glücklicher Zufälle. Glauben Sie wirklich? Hm? Wie dem auch sein. Ich bin froh, dass ich Sie kennengelernt habe, Yagami-san. Ich hoffe, Sie sind mir alle unterstanden lässt. Und yes. Ja. Na sicher doch. Das Essen war wie immer ausgezeichnet mit Miharu-chan. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Freund alles Gute. Danke. Ja, sehr gut. So, dann können wir uns mal Energie noch auffüllen. Damit haben wir das auch abgeschlossen. Ist ja nice. Genau, aber heute machen wir auch... Ich wollte eigentlich nur was zu essen, aber was denn da? Ja, ich hatte ja alles, außer das Essen kaufen. Ich habe alles. Ich habe bestellt. Ein Espresso. Wir haben es, Leute. Wir haben es geschafft. Die beiden haben es geschafft. Die sind zusammen und haben eine Mission erfüllt. Komm, wieder mal Menschen glücklich machen. Wo ist eigentlich dieser Typ da? Der Tushio Kuzuka, genau. Das ist der Schlosser, den wir noch haben, wo wir das auch nochmal machen müssten. Das machen wir noch einmal, machen wir eher eine Zeit. Na, wir haben ja ordentlich Freunde. Alter, das war er hier, ne? Ey, wir müssen diesen Katzenfreund auch mal irgendwie gucken, wie der funktioniert. Ehrlich. Hm? Hm. Ist das Kaito-san? Sieht aus, als wäre da mit einem Bekannten unterwegs. What's up? Hey, Kaito-san. Ein Freund von dir? Chuck. Oh, hey, Tak, das ist Adachi. Wir kennen schon seit der Mittelschule. Adachi, das ist Tak Yagami. Der Typ, von dem ich dir erzählt habe. Oh. Wie er lebt und lebt. Kaito hört nie auf, von ihr zu quatschen. Ich bin Hayato Adachi.
Der Präsident und Direktor von Allergy Estate. Die Firma gehört dir? Ja, aber sie ist doch ziemlich klein. Allergy's Visitenkarte. Wir haben jahrelang nicht miteinander geredet, aber neulich sind wir uns zufällig über den Weg gelaufen. Jetzt habe ich einen neuen Dorfkumpan gefunden. Ich wollte euch schon früher bekannt machen, aber naja. Ach, kein Problem. Wir wollten uns gerade ein Bier genehmigen. Bist du dabei, Tag? Je mehr, desto besser, sag ich immer. Huh? Jetzt gleich kommt etwas lustig. Komm schon, du Nase, wir gehen ins Tender. Achso, ich dachte, das war eine Katzin. Adachi war einer der klügsten Köpfe in der Schule, weißt du? Also ein Vorzeigeschüler, hm? Nee, er übertreibt. Ich habe gut abgeschnitten, aber ich war ein Rebell. Hab ich ständig gestritten. Die Lehrer haben mich gehasst. Haha, und jetzt weißt du, warum wir Freunde geworden sind. Adachi und ich haben über die Asche von diesen Möchtegern-Gangs in der Nachbarschaft vermöbelt. Ah, das Köpfchen, ich die Fäuste. Wir waren ein brandheißes Team, oder? Oh ja, alleine gefürchtet, zusammen unaufhaltsam. Wenn wir die Straße unter ihr gemacht haben, blieb kein Auge trocken. Bis heute habe ich nie jemanden getroffen, den ich lieber im Team gehabt hätte als Kaito-san. Ha, das hätte man natürlich gerne, aber Dick musst du nicht auftragen. Ach, natürlich. Aber du hast jetzt hier einen neuen Partner. Meinst du mich? Ha, Tag, mein Partner. Bin ein gutes Team, aber Partner? Was meinst du, Tag? Weiß nicht, ich hab dich immer als Kollegen gesehen, aber Partner funktioniert für mich auch. Yagami-san, ich fand ungern mehr Tür ins Haus, aber glaubst du, ich könnte mir Kaito eine Weile ausleihen? Oh, für einen Auftrag? Genau, ich wollte dafür eigentlich in deinem Büro vorbeikommen, aber. Ach, hier passt auch, aber was willst du? Das will ein Immobilienfilm mit jemandem wie Kaito, hä? Huh? Tja, auch ein Bodyguard. Oh. Was meinst du mit Adachi? Man würde nicht meinen, dass die Immobilienbonde so gefährlich sein kann. Aber der Markt von Kamurocho zieht schon seit Jahren Problemfälle an. Und die hassen Neulinge wie mich. Wenn du von Problemfällen sprichst, meinst du die Yakuza? Ja, ein nie endender Kreislauf aus Fäden, Schutzgeldern und Abschreibungstaktiken. Und deshalb brauchst du einen Bodyguard. Ja, aber nur, wenn es keine Umstände macht. Ihr könnt euch vor auf dem bestimmten Raum retten. Geht so. Ich habe voll Verständnis für deine Lage. Und wenn es für Kaito in Ordnung ist, keine Anwendung. Klar, kein Ding. Aber es gibt keine Vorteilsrabatt, Adachi. Natürlich. Wir hören sich 80.000 Yen pro Tag an, Yagami-san. Keine Einwände. Wunderbar. Ich bin wirklich dankbar dafür, dass ihr so flexibel seid. Und Kaito? Sieht aus, als würden wir wieder als Team unterwegs sein, hm? Freue mich schon darauf, Partner. Ja. Es wird Erinnerungen. Schön, dabei zu sein. Nebenfall. Partner. Okay. Wunderbar. Kaito-san scheint die Zeit mit seinen alten Kollegen zu genießen. Ja, ja, Toadachi. Müsste seine Visiten gerne bei meiner Firma oder meiner Abfallakte haben. Bekomme ich eine Adresse. Vielleicht sollte ich mal nach ihm sehen. Okay. Ah, so ist es. Ah, das ist wieder dieses Nebenfall- und Hauptfall-Gemisch. Das hat man ja auch manchmal. Das ist ja natürlich, ja. Gut, okay. Dann muss ich mal im Büro, ne? Melde dich bei Kaito. Hat er eigentlich noch einen Fall oder so, wo wir gerade hier sind, hat er eigentlich überhaupt noch was? Also was, bin in eine Honigfalle getappt? Okay, in eine Honigfalle, ah. Eine Frau hat mich in eine Falle gelockt. Können Sie beweisen, dass es eine Falle war, sonst ist mein Leben vorbei. Bitte zeigen Sie die einen, diese bitterartige Kreatur, bitte. Ich friere sie an, ich komme an Ihrem Büro vorbei. Anonym, da gewohnt für die 1000, natürlich.
Ermittlung beginnen, danke. Das mache ich schon Tag, danke. Nein, wenn der mir dafür, wenn der so blöd ist, mir davon 1000 gibt, dann. Wo sage ich an den hinein, ne? Da wäre ich ja. So, ich meine, ja, da wäre ich ja dann blöde, ne, wenn ich das so. Ey, 250.000, wir brauchen eh Geld. Geht ja auch so dann ein bisschen zur Neige, deswegen passt das. Ja, eigentlich auch ganz gut. So. Später aufheben. Warten. Hallo. Hallo, ich bin Kotaro Hyuga, der die Anfrage gestellt hat. Vielleicht kennen Sie den Namen Hinata. Danke, dass Sie gekommen sind. Bitte setzen Sie sich. In Ihrer Anfrage scheint etwas von einer Falle. Ja, das stimmt. Das ist nicht einfach. Hm? Lassen Sie sich Zeit. Elende Scheiße! Boah! Scheiße! Excuse me. Alles okay? Vielleicht sollten Sie kurz rausgehen und durchatmen. tut mir leid, ich werde einfach immer so wütend, wenn ich an diese Frau denke. Sie wissen mir schon da, was passiert ist, wenn ich Ihnen helfen soll. Sie erkennen mich nicht, oder? Ich bin eigentlich ein Stand-Up-Comedian. Hätte alles. Ich war jung, gut aussehend, witzig. Auf der Karriere ging es für mich nur nach oben. Aber jetzt nehme ich mir eine Auszeit und ich weiß nicht mal, ob ich wieder anfangen soll. Und diese Auszeit hat damit zu tun, warum Sie hier sind, nehme ich an. In der Woche war mein Gesicht auf allen möglichen Boulevard-Zeitungen zu sehen. Nehmen an, Sie waren in einem Skandal verwickelt. Ja, Schundheftchen behaupten, ich hätte eine Minderjährige abgefüllt und sie dann benutzt. Hier sehen Sie selbst. Das Magazin. Also war das Mädchen minderjährig, damit trifft sie die volle Schuld. Da gibt es nichts zurück. Nein, Sie verstehen das nicht. Sie sagte, sie wäre 22. Also hat sie gelogen, was ihr Alter anging. Sie meinte, wir wären etwa gleich alt und dann sind wir uns näher gekommen. Es lief gut, sie hat mir gefallen und... Dann haben sie mit ihr geschlafen. Das war das Mädchen Asuka Hachitani. Die Sache hat mich gerettet ins Aus gefördert. Ich kann nicht auftreten und muss meine Agentur entschädigen. Oben rein werde ich, wo ich gehe und steht auch von Paparazzi und Journalisten verfolgt. Es ist furchtbar. Okay, aber können wir dahin zurückkommen, dass ein falsches Alter angegeben hat? Das ist der Knackpunkt. Ja, ich dachte, ich würde zum Zug kommen, aber der Zug hat mich überrollt. Eine kleine Honigfalle. Nebenfall, Honigfalle. Echt mies, Mann. Wenn er nicht heiße ich nur noch Honigfallen, Hinata oder Hinata. Es stimmt, was sie sagen. Was sich von meinem Knastköder ködern lässt, landet gleich im Knast. Niemand sagt sowas. Na schön, ich denke, ich bin jetzt im Bilde. Aber ich brauche mehr Einzelheiten, Hinata-san. Ich heiße Hinata! Tut mir leid. Es geht aber zu leicht von der Zunge. Dieses Mädchen, mit dem sie geschlafen haben. Hachitani-san. Die Frau, die sie in den Fall gelockt hat. Bin sicher, dass sie behauptet hat, 200 Jahre alt zu sein. Ja, ich bin doch kein Idiot. Ich hab sie im Alter gefragt, bevor wir mit dem ersten Ding fertig waren. Ich habe sogar gebeten, mir den Führerschein zu zeigen. Aber jetzt würde ich sagen, recht und deutlich, dass sie minderjährig ist. Da passt das nicht zusammen. Ich weiß, ich verstehe das einfach nicht. Ich weiß, was ich auf dem Führerschein gesehen habe. Irgendwas passt da nicht zusammen. Da wäre der erste Ansatzpunkt.
Können Sie mehr über den Tag erzählen, an dem Sie sie getroffen haben? Sicher, ich war gerade meine Aufnahmen fertig und wollte mit meinem Kurser einen trinken gehen. Sein Name ist Koto Kutatsu Higurashi. Er ist auch ein Comedian, einfach in meinem Alter. Wir sind gute Freunde. Oh, ich müsste ein Foto von ihm haben. Ja, das ist er. Gut, zum Kutatsu meinte, er hätte eine gute Idee für diesen Abend. Also sind wir in einem Laden namens Bantam gegangen. Ah, Bantam. Das sagt mir was. Aber als wir dort angekommen sind, meinte Kutatsu, dass es langweilig wäre, wenn zwei Typen da eintrinken. Ich meine, mir macht das nichts aus. Aber er sagte, er würde ein Mädchen anrufen, das er neulich kennengelernt hat. Und sie ist das besagte Mädchen? Ja, Asuke Tachitani. Offenbar haben sie sich bei einem Gruppenblind Date getroffen. Also waren sie an diesem Abend zu dritt? Ja, aber wo ich darüber nachdenke, fällt mir auf, dass sie ihn abgefüllt hat. Er hat sich recht früh ein Taxi genommen. Also waren nur noch wir zwei übrig. Und wie ich sagte, ist es heiß zwischen uns geworden. Er hat getrunken, mich berührt und ich bin in Stimmung gekommen. Jetzt hört sich wie das wirkliche Vorspiel für das an, was sie zu mir gebracht hat. Ja, eins kam zum anderen und wir gingen in ein Hotel. Kutatsu ist deshalb auch ziemlich aufgebracht. Er ist der Einzige, der auf meiner Seite steht. Er wollte sogar einen Teil der Schuld auf sich nehmen. Verstehe, ich glaube, jetzt verstehe ich wenigstens, wie ich dazu gekommen ist. Aber was genau erhoffen Sie sich von mir? Ja, Gami-san, ich möchte, dass Sie beide dafür finden, dass ich hierhin hereingelegt wurde. Und wenn es Ihnen gelingt, würde ich jetzt dieser Frau gerne einzahlen. Teil 5000 Yen. Beide finden sich rechnen will. Das könnte ziemlich knackig werden. Und ich muss sicherstellen, dass es wirklich eine Falle war. Ja. Na schön, ich habe gehört, was für ein Anfang würde ist, denke ich. Ich kann nicht sprechen, aber ich nehme den Fall an. Vielen Dank, mein Herr. Ich rufe Sie an, sobald ich Fortschritte gemacht habe. Sie sind meine einzige Hoffnung, Mann. Dann lasse ich Sie mal arbeiten. Na, das war gut. Als erstes muss ich diese Frau finden, Hachiatani. Vielleicht komme ich in Bantam an ein paar Hinweise. Okay. Ja, mal gucken. Hoffentlich. Dann wohl. Ach, der ist das, ja. Was machst du denn hier? Ne, jetzt setz mich doch. Ah, oh, mein Ellen schon wieder da. And stay down. Naja, ja. So. Excuse me. Hey, kann ich Sie etwas fragen? Kennt ihr diese Frau? Oh, ja, das ist Asuka Tiatani. Sie kennen sie? Ja, ich bin Journalist. Ich nehme an, sie folgen auch der Story von Honigfallen Hinata. Naja, so in etwa, aber ich trete bisher noch auf der Stelle. Was für ein Glück, dass sie auf mich treffen. Ich heiße Hiranuma, ich bin auch dabei. Also war nur Hinata herauszufinden. Yagami, mein Name. Haben Sie irgendwelche brauchbaren Ansätze? Bisher noch nicht. Ich habe zwar den Twitter-Account der Dame aufspüren können, aber sie ist ziemlich vorsichtig. Hat nichts von dem Vorfall gepostet. Chatter, Vielleicht kann ich es benutzen, um sie ausfindig zu machen. Excuse me. Ich frage nur ungern, aber würden Sie Ihr Profil mitteilen? Sicher, aber nicht umsonst. Wie viel? Ja, mal sehen. Na, du Große, also machen wir einen Handel draus. Ja, wer es braucht, um Dorfball schossen, rufen Sie mich an. Wirklich, Sie sind sicher? Sagen wir, es ist ein Bündnis. Und in einem Bündnis kann man Verbündete gebrauchen, richtig? Ich will für einen Journalisten. Ja, Ihr Profilname und Ihre Nummer. Damit helfen Sie mir sehr, vielen Dank. Aber denken Sie daran, mich anzurufen, falls Sie was herausfinden. Mach ich. Idiot. Das soll ich mir gleich genauer ansehen. Aber ja. Verstehe alles. Er scheint sofort über etwas zu posten, nachdem sie damit fertig ist.
Letzte Puls ist auch gar nicht so lange her. Ob ich sie so aufspüren kann? Eins hat sie von 50 Freunde, habe ich, okay. Abgeschossen, 24 von 50 habe ich abgeschossen. Wie soll ich die jetzt finden? Hat da letztens Nachricht vor 20 Minuten einkaufen im Don Kutscher, vor 10 Minuten Filmtrailer vor einem Rahmenrestaurant, vor 8 Minuten in der Nähe eines Headshots gewesen, vor 5 Minuten in der Nähe des Gudons Restaurants gewesen, vor ein Zwiebeln gegessen. Guidon, was? Guidon Restaurant, okay. Der ist ja hier. Mal gucken. Mal gucken, vielleicht habe ich ja Glück, dass sie da ist. Sehr gut. Bringt jetzt zwar nichts, aber war das schon gut. Sehr gut. So, alle besiegt. What a waste. Und wer immer noch gut finanzieren könnte, nee, ne? Wo war es jetzt gewesen? Von Guidon, in der Nähe von Guidon Restaurant. Mm-hmm.
Ja, ich hab's immer YouTuber ausgesucht, weil ja, was wäre hier? Cool. Dann lass mich Yagami-san, das ist der Redner des Restaurants. Freut mich zu sehen, dass Inoue-san, Sie auch, Furio-san. Danke auch für Ihre Hilfe. Mir fällt gerade auf, dass wir jetzt uns zum ersten Mal drein treffen. Ja, das stimmt. Also, wie geht es mir weiter voran? Naja, dank Ihnen und Furio-san hat sie die Wet Kitchen bei diesem Projekt der Partnerschaft bereit erkennt. Und wenn Kampagne erst heute gestartet wurde, hat sie uns schon ordentlich Umsätze beschert. Das freut mich zu hören. Angesichts der besseren Umsätze haben mein Chef sich dagegen entschieden, die Filiale zu schließen. Jetzt muss ich keine Angst mehr haben, dass ich gefeuert werde. Oder jemand meine, ja, irgendwas. Schön, dass sie endlich ohne diesen massiven Druck arbeiten können. Deshalb ich allen ihren Bemühungen zu verdanken, Yagami-san. Ich weiß gar nicht. Den ersten. Ah, schon gut. Ich hab nur den gemacht. Aber sie wollen wissen, dass sie entscheidend von Erfolg waren, okay? Geht's ihnen auch da auch gut, Furio-san? Oh ja. Vielen Dank nochmal für Ihre Ratschläge und dafür, dass ich Teil Ihrer so durchdachten Kampagne sein durfte. Das ist kein Thema mit Kitchen, weil Sie ja viel schätzen, ja. Und nehmen wir sich zum Beispiel mal nur auf den Absatz konzentriert, aber durch die Einblicke über Bill Jetson haben wir auch mehr über unser eigenes Projekt erfahren. Wir wollen jetzt unser wichtiges Projekt fördern. Ja, schön. Unsere Verhandlungen sind schnell zu einem Gespräch über die Weiterentwicklung und Stärkung von klar geworden. Nachdem wir vorgestern zugehört hatten, haben wir unsere Probleme an und lösten sie. Gut. Beide unsere Firmen sind sehr dankbar. Das freut mich. Ja, danke. Ich wollte ja, aber ich habe nur zwei. Ungestellt, siehe da. Ja, haha. Haben sie recht. Vergesse hier ein Zeichen. Ich hoffe, es bringt weiter. Ihr habt Dankbarkeit. Dasselbe Ziel. Wir wollen das beste Fastfood-Restaurant werden. Ich kann besser sagen, wenn sie Erlöse und Angebote haben, kommen die vorbei. Tschüss. So. Danke. Genau, da ist ja. Bin ich pünktlich? Sie sieht irgendwie hier aus wie in drei junge Frauen. Wieder vom okay, bevor ich auf sie zugehe. Blonde Haare. Wer war dann die, ne? Dann wollte sich blonden. Hier kommen passieren zu vielen, die falsche. What the? Hast du ein Profil? Suspicious. Das ist komisch. Keiner der Frauen trifft vollkommen auf ihre Beschreibung zu. Ey, war die definitiv anders aus. Meine Frau geht, aber die Frau mit dem Muttermann im Auge ist noch da. Wollt ihr mal eine Frau folgen? Nee, der blonden Bossen folgen. Wenn die Frau mit dem Muttermann unter dem Auge. Also von ihren Haaren passt ja ist aber was, genau. Aber Haare lassen sie mit einer Perücke leicht austauschen. Und schön gut, dass sie voll Tashani ist. Hallo, Kukun. Ja, ich bin gerade im Bett Kitchen. Kukun, ist er ein Typ? Was? Wirklich? Ja, natürlich will ich dich sehen. Nein, wie immer. Was? Du magst mich blond? Nice. Bingo, ich wusste, dass eine Perücke ist. Alles klar, bin gleich da. Ich habe sie mit ihrem Freund, aber sie hat mit Nelson geschlafen. Also, naja. Deshalb weiß nicht, dass sie ihm an eine Falle gestellt hat. Aber es wirft jedenfalls kein gutes Licht auf sie. Wir sehen, wohin das führt. Vermutlich sollte ich mich an die dranhängen. Okay. Sehr schön, wer bin ich? Asuka Hitachitani, okay. Na, mal gucken, wie es wird.
Da geht's ja nicht, ne? Natürlich sehr gut für mich. So. Nein, also. Ja, beruhig dich. Oh, ich blut. Schon vorsichtig. Bin ich nochmal stehen geblieben? Achso, doch nicht. Ich dachte schon. Gut. Immer schön vorsichtig hier der V her. Okay, die ist ja easy zu beschatten. Weil sie echt so blauäugig Gegend läuft. Okay, die ist easy. Naja. Na, Kleine. Das, daraus wird jetzt, Kleine. Ah, okay. Der Typ ist es nicht. Der Freund. Warum ist sie wieder unterwegs? Diese Unterhaltung sollte ich lieber aufnehmen. Nee. Wie läuft die Honig von Ihnen nach der Sache? Hört sich ja wie ein richtiges Fiasko an. Ja, er ist total niedergeschlagen. Ich glaube, die Agentur wird ihn bald feuern. Hört sich an, als würdest du bald im Rampenlicht stehen. Kotatsugun. Ja, die Alpenna wurde in letzter Zeit zu arrogant. Er hat nichts anders. Er hat sich anders verdient. Oh, was für ein Idiot. Er ist gerade wird in die Falle getappt. Er hat absolut keine Ahnung, wie alt du bist. Du hast sein Gesicht sehen sollen, als er es herausgefunden hat. Oh Mann. Ich werde das Wort zum Brüllen. Wow, es läuft besser als erwartet. Am besten mache ich gleich. Empfohlen zur Sicherheit. Hey. Hey, ihr zwei. Hört sich an, als wäre der letzte in letzter Zeit richtig beschäftigt gewesen. Oi. Entschuldigung? Du hast eine Honigfall mit deiner eigenen Freundin inszeniert. Ein richtiger Mistkerl bist du. Wer zur Hölle bist du? Tu diese Sache. Aber nur damit du es weißt, ich habe eure Unterhaltung auf Band. Ganze Schweigen von dem Foto, auf dem du mit einer Minderjährigen vergnügt. Was?
Ich wette, es gibt einige Magazine, die für einen Schnappschuss richtig viel springen lassen würden. Wenn ich also an eurer Stelle wäre, würde ich ganz schnell mit der Wahrheit rausrücken. Du Bastard, niemand erpresst mich, spring dich um. Würde ich empfehlen, das zu versuchen. Ich habe mit schwarzen Gürtel Karate, du Saftsack. Jetzt wird es, so wie ihr will, es leid tun. Mir unterschätzt zu haben, okay. Naja. Wenn ich von jedem einen Euro kriegen würde, damit der mich bedroht hat, dann wäre ich ganz reich. Tschüss. Die Schmerzen. Die Schmerzen, die du gerade spürst, kommen nicht an das, weil es hinter deiner Hand fühlen wird. Wenn er hier von erfährt. Verdammt. Was soll dieses Gelaber im schwarzen Gürtel? Und ja, Bernich, was willst du von mir? Die Wahrheit. In angetrachter Lage, in der du dich befindest, willst du bestimmt dich als einer deiner Komplizen gelten. Also raus damit. Kotatsu hat mich darum gebeten, hat er das? Er war eifersüchtig auf Itanas Erfolg. Also meinte er, ich könnte ihn in den Fall stellen und Geld daraus schlagen. Ich hatte aber deine Idee. Also war das Geld überzeugend genug, um mit einem anderen Mann zu schlafen, von wie viel reden wir? Die Zeitschriften haben für die Geschichte viel schwingen lassen. Und Hinatas Agentur auch. 5 Millionen. Auf jeden Fall, das ist wohl ziemlich viel. Bin ich minderjährig? Ach ja, dachte ich mir schon. Wie alt bist du wirklich? Ich bin 22. Also hast du die ganze Zeit gelogen, was den Alter angeht. Aber wie hast du die Zeitschriften überzeugt? Ich habe mir vorgegeben, mein kleiner Schwester zu sein. Und habe ihnen einen Schulausweis gezeigt. Den Namen von Minderjährigen veröffentlichen sie in solchen Magazinen nicht. Also da hat es funktioniert. Ah. Also deine Arme jetzt auch noch den Ruf mit einem Typen geschaffen zu haben, den sie nicht kennt. Sie haben ihren Namen nicht veröffentlicht. Das betrifft sie also gar nicht. Hört sich an, als hättest du noch eine Story zu verkaufen, hat Tachani-san. Was aber? Du wirst sagen, dass ich Higurashi dich dazu gezwungen hat, aber dein Gewissen hat dir keine Ruhe gelassen. Aber damit würde ich Kotatsu betrügen. Das würdest du. Aber hast du mal darüber nachgedacht, wie viel Geld du dafür kriegen würdest? Oh, das mache ich genauso. Sehr stilvoll. Hello? Oh, Hiranuma-san. Ich wollte Ihnen dafür danken, dass Sie mir diesen Tipp gegeben haben. Oh, hey. Haben Sie was herausgefunden? Oh ja, und zwar alles. Ach ja, erzählen Sie weiter. Ich würde sagen, die Öffentlichkeit und die Medien können sich auf eine schockierende Hüllung vorbereiten. Und habe sowohl Beweise als auch eine Zeugin. Also, sind Sie interessiert? Und wie? Raus damit. Die Kurzversion. Hirogashi hat dich dazu gezwungen, Hinata diese Falle zu stellen, stimmt das? Ja, ist die ganze Geschichte. Unfassbar. Yagami-san, sind Sie sicher, dass Sie diese Story über mir überlassen? Ja, ist in Ordnung. Ich bin ja nicht mal ein Journalist. Tut mir leid, dass ich gelogen habe, aber ich bin ein Detektiv aus der Nähe. Ich wollte es nicht aussetzen. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Naja, so hat es immer in eine überraschende Wendung getaugt. Ich freue mich schon auf Ihren Artikel. Lassen Sie das nur mir. Ich flitze zurück ins Büro und schreibe daran. Sehr schön. Und Yagami-san, wenn Sie noch mehrere Stories haben, bitte rufen Sie mich an. Dafür gebe ich Ihnen meine Infos. Erst geben, dann nehmen, richtig? Ganz genau, man sieht sich. Ich muss sagen, Kudatsu, das war richtig befriedigend. Ich höre, legte auf unbestimmte Zeit einen Karriereport ein. Ja, sein Ding als Comedian war es immer, um vermittelt auszurasten, aber diesmal hat er geheult wie ein Baby. Und dank Ihnen werde ich bald selbst wieder auf der Bühne stehen. Glückwunsch! Das habe ich alles Ihnen zu verdanken, Yagami-san. Ich stehe auf ewig in Ihrer Schuld. Ich bin nur der Wahrheit gefolgt. Ach was, ich schulde Ihnen ziemlich einen Drink, sicher, aber wäre es nicht lang, wenn zwei Typen allein trinken gehen? Vielleicht sollte mein Mädel zuhören. Junge, verschur mich damit. Ah, das war zu verlockend, Mann. Man sieht sich. Sehr schön, damit haben wir den Honigfall auch abgeschlossen. Von wem ist das? Ja, ich habe gerade einen Unfall der Kini gegen diese Idee und hat einen Freund von mir schwer verletzt. Jetzt, was soll ich jetzt machen? Oh, nicht schon wieder. Ja, was wir jetzt machen, ist speichern. Denn ich mache jetzt hier ein kleines Folgenpäuschen. Ich hoffe, dass es euch heute wieder Spaß gemacht hat und ihr beim nächsten Mal hier wieder einschaltet zu einer neuen Folge Judgment. Vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Vielen, vielen Dank fürs alles. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis dann, euer Pyrus. Tschüss. Wir sehen uns. Ciao.